Unser EM-Örakel heißt Harald Glöckler und er hat tatsächlich richtig getippt. Er hat gesagt, Deutschland gewinnt. Ja. Aber nicht nur er, sondern auch das Karakel hat richtig getippt. Und zwar auf meiner Facebook-Seite hatte mich Maggie Jansen gefragt. Also ich habe geschrieben, die Jungs haben Fußballfreigang und wir Mädels stehen Kopf. Ich war mit meiner Kleinen allein zu Hause, toi toi toi. Und sie schreibt, dein Tipp. Und ich darauf, wir gewinnen nach, hier sieht man es, 11 Meterschießen. Das hast du auch um 19.16 Uhr, das sieht man da drunter geschrieben. Ne? Also insofern, cool. Sehr gut, Karen. Hast du auch so gesessen da und gedacht, dass ich habe auf dem Boden gelegen, ne? Ich habe wirklich auf allen Vieren auf dem Boden gelegen, ich konnte nicht mehr. Ich habe eh auf der Couch schon das gelegen, also hatte ich es nicht so weit. Aber ich habe auch gedacht, oh Gott, meine Nerven, mein Herz hat total schnell geschlagen. Ja. Ich konnte ewig danach nicht einschlafen, so aufgeregt war ich. Ja, 28, mach das bitte nie wieder mit uns. Rund 28 Millionen etwas drüber Menschen haben sich das angeguckt, plus die ganzen Fanmeilen, gefühlt wahrscheinlich 40. Aber es war der absolute Wahnsinn. Unser Reporter Philipp Hageni, der war ganz, ganz exklusiv jetzt bei dem Mann, der hier gefühlt alles richtig tippt, bei unserem Orakel. Und wir wollen ihm mal zeigen, wie der wohnt. Und das ist so abgefahren. Und was der anhat. Noch abgefahrener, als wie der Müller Elfer schießen kann. Guten Morgen bei meinem Hausbesuch bei Harald Glöckler. Er zeigt mir nämlich heute seine Champignons. Toll, oder? Zuletzt habe ich den Bling-Bling-König in seiner Nobelhütte in Berlin besucht. Doch jetzt ist alles anders. Der Modeschöpfer wohnt nämlich neuerdings in Kirchheim an der Weinstraße. Hier ist es nun ja stellenweise etwas trist. Bei Harald wird bis kurz vor meiner Ankunft noch gearbeitet. Er wohnt hier hinter dieser dicken Hecke. Hallo, ich grüße Sie. Na, Sie machen mal schön den Gehweg noch sauber, bevor ich komme hier. Oh, schön. Da ist schon jemand. Hallöchen. Haben Sie noch die alten Blumen jetzt gerade noch beseitigt? Genau. Ach, so viele. Ach, Sie auch nicht. Mensch, Hallöchen. Der Hausherr lässt noch etwas auf sich warten. Tja, da schnüffel ich wie ein Maulwurf in und am Garten herum. Ich sag Ihnen, wenn Sie zu Hause ein Grundstück haben und einfach mal schnell auf Rasen machen wollen, machen Sie hier so wie Harald den Rasen aus Plastik. Der Harald hat hier versteckt. Im Garten, wo man es gar nicht sieht, hat er hier noch solche Sichtschutz-Riesenbilder. Hier haben wir extra noch so Plastikzeug hingehangen, so von der Bundeswehr, damit du da nicht reingucken kannst. Das ist ja sehr geheimnisvoll beim Harald. Und endlich lässt er sich blicken. Hallo, der Hausherr ist in seiner neuen Heimat eher leger gekleidet. Sie haben heute, ist es noch eine Art, ist es ein Schlafanzughose? Nee. Ja, genau. Nein, doch, Gottes Willen. Schlafanzughose. Ist Schlafanzughose? Ja, natürlich, ja. Nein, es ist natürlich eine Jogginghose. Jogginghose. Ja. Warum wohnen Sie jetzt hier in Kirchheim? Na, weil ich in die Natur wollte. Ich hatte das Gefühl, meine Seele braucht Natur, braucht Garten, braucht Ruhe. Vogelgezwitscher, Ruhe. Und da muss man das machen, weil sonst wird die Seele krank. Aha, das will natürlich keiner. Herr Glöckler wohnt hier in der Pfalz auf 2000 Quadratmetern blickdicht im Château Pompeux. Und laufen Sie manchmal hier auch nackt rum? Das möchte ich jetzt der Fantasie überlassen. Okay. Ja, das hat mich noch niemand gefragt, was Sie für Gedanken haben. Naja, das ist ja, wenn das alles so blickdicht ist, da kann man ja mal nackt rumlaufen. Im Haus ist es auch sehr schön. Mir wäre das jetzt ein bisschen zu viel Gold und der ganze barocke Schnickschnack, aber hey, der Glöckler mag es. In seiner Küche ist es aber extrem normal. Der Bling-Bling-Star steht nämlich auf Dosenfutter. Ich sehe, Sie sind auch ganz bodenständig. Ja, natürlich. Sie essen auch die Rote Beete und die Champignons aus der Dose. Ich mag die gern, ja. Eigentlich manchmal fast lieber als die frischen. Bei Harald wird ja irgendwie alles mega steril, wie aus einem Glöckler-Einrichtungskatalog. Vor meiner Spürnase kann aber selbst ein Profi nicht alles verstecken. Nee. Und sind das hier Ihre Hausschuhe, diese schon? Ach, hallo, nein. Komm. Nein, gut. Die ausgelatschten Hausschlappen zeigt der Modemann eher ungern. Beim Thema Zahn- und Körperpflege ist er viel entspannter. Was macht Sie so richtig rallig? Also Sie nicht. Sie nicht, machen sich keine Sorgen. Sie sehen ja aus wie neu. Ja. Verrückt. Haben Sie so denselben Zahnarzt wie Stefan Raab? Das weiß ich nicht. Nee, Sie haben auch, also schön, Sie sind sieht gut ich aus. Ich habe denselben wie Brigitte Nielsen. Sie hat bei demselben die Beißerchen machen lassen. In Amerika? Nein, in Deutschland. Ah, in Deutschland? Hier in die Ecke.
Ja, Mensch, da haben wir ja viel gesehen und gehört heute im Château Pompeux. Da der Glöckler ja auch als Frühstücksfernsehen-EM-Örakel arbeitet, hätte ich noch etwas auf den Herzen. Und letzte Frage, wird Deutschland Europameister? Ich hoffe es. Sie hoffen es? Ja. Das ist gut. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ja, danke schön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, tschüss, tschüss. Ah, danke Harald. Und tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Na, wie soll man sich fühlen? Scheiße. Machtlos. Das zuständige Jugendamt hat verfügt, dass die Eltern Lea nicht aus der Klinik mitnehmen dürfen.